Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Und zwar mal wieder von Pferden, die demnächst Jorvik verlassen werden. Das sind aktuell zwei Rassen: einmal der Oldenburger der 1,5er Generation und einmal das Cheval de Selle Français der 1,5er Generation. Ja, die beiden Rassen hole ich mir. Ich weiß jetzt noch nicht, welche Rasse zuerst kommt. Wahrscheinlich wird bei mir zuerst der Oldenburger einziehen. Einfach als Kroatien, weil ich Bock drauf habe. Ja, der Oldenburger. Moment, jetzt muss ich mal hier kurz mein schlaues Büchlein rausholen. Das habe ich schon auf der richtigen Seite aufgeschlagen. Der Oldenburger ist ein Pferd der Generation 1.5. Das heißt, dass diese Generation des Pferdes nicht länger unterstützt wird. Es kann das neue Reizüberhängen nicht tragen und es wird auch nicht weiter an diesem Pferd gearbeitet. Und Fehlerbehebungen bezüglich seiner Generation werden auch nicht weiter durchgeführt. Ja. Moment. Der Oldenburger der 1,5er Generation gibt es seit 2013, beziehungsweise den Oldenburger gibt es seit 2013 im Spiel. Gibt es in drei Farben. Einmal einen Fuchs. Ist das ein Fuchs? Er hat eine schwarze Mähne, also eigentlich ist es ein Brauner, oder? Dann haben wir einmal den Rappen mit Abzeichen und den Apfelschimmel. Genau. Ist ab Level 1 kaufbar. Alle drei stehen hier auf dem Pferdemarkt. Die Pferde haben keine speziellen Animationen, beziehungsweise und teilen sich das Standardmodell mit allen anderen 1,5er Generation Pferden. Und von 2017 wurden die Pferde von der Generation 1 auf 1,5 aktualisiert. Ja, genau. Der Oldenburger und das Cheval de Selle Français werden am 1. März 2023 Jorvik für immer verlassen. Warum wird mir angezeigt, ich hätte ihn im Besitz? Ich habe ihn nicht im Besitz. Ich habe mir noch keinen Oldenburger gekauft. Ja, ist ja auch egal. Genau, die Pferde wurden reduziert, als bekannt wurde, dass sie in Zukunft rausfliegen werden. Die haben vorher 390, nee, 690 gekostet, kosten jetzt nur noch 300. Gut. Ja, der Oldenburger der 1,5er Generation kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Ist wie gesagt am Level 1 kaufbar. Man muss lediglich die Quest erfüllt haben, bei der uns der alte Jasper nach Fort Pinter schickt und uns dann durch sein Grundstück reiten lässt, damit wir halt daran vorbeikommen können. Der Oldenburger stammt aus dem Jahre 1600 aus Deutschland. Eigentlich als elegantes Kutschenpferd gedacht, ist es ein sehr oft vertretener Kandidat bei internationalen Wettbewerben geworden. Ja, wie gesagt, gibt es in diesen drei Farben. Ich werde mir jetzt direkt alle drei Farben kaufen in diesem Video. Dann habe ich nämlich das alles in einem Rutsch weg. Wir gucken uns, ich denke, wir kaufen jetzt einfach hier nach der Farbreihenfolge. Wir gucken uns jetzt erstmal kurz die Mähne an. Also die Standardmähne bei diesem Schnuckelchen hier sind tatsächlich die Zöpfchen. Finde ich absolut hässlich. Ich mag Zöpfchen einfach nicht. Dann haben wir hier diese etwas längere Mähne. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es halt schwarze Haare hat, ist es kein Fuchs mehr. Ich weiß es nicht genau. Also Fuchs hat eigentlich immer helle Haare oder halt rote Haare. Aber ich glaube, wenn es schwarze Haare hat, ist es tatsächlich kein Fuchs, sondern ein Brauner. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch als Fuchs gelten und eine Fantasiefarbe sein. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Genau. Das ist eine andere Mähne, eine etwas längere Mähne. Der Schweif ist unten halt sehr, ja, ausgefranst. Und der Schweif hat tatsächlich auch eine andere Farbe als die Mähne. Der Schweif ist so ein bisschen bräunlich und die Mähne ist halt so gräulich schwarz. Dann haben wir hier nochmal diese Mähne, die ist beidseitig. Ja, die Zöpfchen, wie gesagt, ist die Standardmähne. Dann haben wir hier die lange Mähne. Das war es auch eigentlich schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich bei dieser Mähne hier bleiben werde. So, dann gucken wir uns jetzt noch gerade die Gangarten an. Inaktiv haben wir gesehen, es hat dieses typische Hüpfen von den alten Pferden. Es guckt ein bisschen rum, es schaut mal mit dem Huf. Dann haben wir hier den Schritt. Den Trab. Den Canter.
den Galopp und den schnellen Galopp. Ja, genau. So, der Süße darf aber jetzt sofort einziehen. Also es wird bei mir wahrscheinlich ein Hengstchen. Personalisieren und kaufen. Es ist ein Senior bei mir, wie alle alten Pferde. Ich weiß nicht, warum mir der angezeigt wird. Ich hätte den schon im Besitz. Ich habe ihn nicht im Besitz. Weil sonst würde er in meinem Buch stehen. Ist bei mir ein Hengst. Wieder, wie bei allen alten Pferden, Vorname Old. Old Promise. Old Promise ist eigentlich ein hübscher Name, oder? Was heißt denn Promise überhaupt? Mal den Übersetzer hier wieder auspacken. Altes Versprechen. Habe ich den Namen nicht schon? Ne, anscheinend nicht. Old Promise finde ich aber eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich bleibe bei Old Promise. Ich muss mal kurz meinen Stuhl höher machen. Irgendwie. So, jetzt aber. Ja, ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei Old Promise. Das ist ganz cool eigentlich. Damit ist der gute. Moment. Muss ich mir aufschreiben. Damit ist der gute, dass mein 184. Pferd auf Mackenzie. Sein Hengst. Und ein Senior. Genau. Ich schreibe mir das nämlich immer mittlerweile auch auf dem Handy auf, damit ich die Nummern immer habe, weil sonst müsste ich die Excel-Tabelle öffnen. Old Promise. Genau. Jetzt steht es auch im Buch. Und ist damit offiziell. Prima. Pferd kaufen. Ja. Nicht wundern, dass das jetzt wieder etwas dunkler ist. Ich nehme das gerade um 3:30 Uhr morgens auf. Und deswegen ist es ein bisschen dunkler. Wir werden uns jetzt aber direkt die anderen noch kaufen. Er ist wirklich hübsch. Erinnert mich an den Westfalen. Ich werde mir aber jetzt die anderen noch direkt kaufen. Und ich ziehe die dann alle an. Und dann sehen wir uns in Raildale. Auf der Koppel, auf der Druidenkoppel oben wieder. Das ist einfach am sinnvollsten für mich. Weil es dann auch am schnellsten geht. Jetzt haben wir ihn im Besitz. So, dann haben wir jetzt hier den Rappen. Echt schicke Augen. Ohne Witz. Ja, ich habe ja alles dazu gesagt. Ich werde jetzt den Text auch noch nicht nochmal vorlesen. Hier werden wir jetzt einfach nur vorgehen, dass ich euch auch hier nochmal die Gangarten zeige. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter, der Galopp und der schnelle Galopp. Genau. Und die Mähen gehen wir jetzt auch nochmal durch. Also wie gesagt, Standardmähne sind die Zöpfchen, finde ich schrecklich. Dann haben wir hier die kurze Mähne. Ist eigentlich ganz niedlich. Dann haben wir hier die etwas längere Mähne. Die gefällt mir der Schweif nicht so, aber die mit der längeren Mähne sieht da wirklich hübsch aus. Und die halblange Mähne, wie und da ist der Schweif nicht so ganz ausbauschend wie da. Ich glaube tatsächlich, dass mir hier der Schweif besser gefällt, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich so nehmen. Auch hier wieder personalisieren und kaufen. Senior Hengst, ja, wird ein Hengst sein. Und auch hier wieder Old. Old Ray habe ich schon, ja. Old Prince. Was ist denn mit Old Fire? Hatte ich schon ein Fire? Ah, ich hatte Old Fire schon. Stimmt, du hast ja mein Westfale. Old Flame? Na, Old Flame passt eher zu einem Dings. Ja, lass ich mal. Old Smoke. Old Smoke wäre vielleicht was für den Apfelschimmel. Ja, ich glaube, ich nenne den Apfelschimmel Old Smoke. Smoke. Mensch, jetzt Kinder. Aber wie nennen wir dich denn hübscher? Old Cookie? Nee. Old Birth? Old Charm? Charm.
Ja, Old Charm ist eigentlich ganz hübsch. Er sieht schon wirklich schnuckelig aus. Und diese Augen sind ja zum Verlieben. Ich glaube, er heißt Old Charm bei mir. Okay. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das Pferd kaufen möchte. Old Charm. Im Stall und ist auch wieder ein Hengst. Ist damit dann mein 185. Pferd. Und auch der Süße geht wieder in den Stall. Aber der ist wirklich hübsch. In den Stall mit dir. Und dann kaufen wir jetzt noch den letzten, nämlich den Apfelschimmel. Ja, ich denke, Old Smoke passt zu ihm oder ihr tatsächlich ganz gut. Hier bei. Stopp, wir gehen erst die Animation nochmal durch. Inaktiv haben wir gesehen. Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Und der schnelle Galopp. So, Mähne ändern. Dann haben wir. Hier bei ihm ist die Standardmähne anders. Da ist die lange Mähne die Standardmähne. Ne, ist sie gar nicht. Das ist die kurze Mähne die Standardmähne. Warum wird mir denn dann Lieder angezeigt? Naja, egal. Das hier ist die Standardmähne bei dem guten Stück. Früher war das tatsächlich so, dass die Pferde untereinander auch verschiedene Mähnen als Standardmähne hatten. Ich mag es im Schweif, dass das so zweifarbig ist und auch in der Mähne. Finde ich toll. Die Zöpfchen haben weiße Punkte oben auf der Mähne drauf. Also, das war meine Katze, Entschuldigung. Also haben sie tatsächlich so ein bisschen drauf geachtet, da, dass die Pferde ja auch verschiedene Farben in der Mähne haben. Dann haben wir hier die etwas längere Mähne. Einseitig und halt die Mähne, die auch nur einseitig ist. Ich würde aber tatsächlich fast sagen, ich bleibe bei der Mähne. Bei ihm. Und damit ist er auch ein Hengst. Senior Hengst, genau. Wir haben hier gesagt, wir nennen ihn Old. Oh nee. Smoke. Old Smoke. Ja, das passt doch. Old Smoke ist damit dann auch mein 186. Pferd. Wieder ein Hengst und wieder ein Senior. Okay, Pferd kaufen. Ja. Na? Auf die Farben gehe ich gleich noch genauer ein. Ich werde die jetzt alle erstmal anziehen und dann sehen wir uns, wie gesagt, oben auf der Druidenkoppel, wo ich die dann euch alle schön nochmal im Detail vorstellen kann. Bis gleich. So, hier stehe ich jetzt mit unserem süßen kleinen Old Promise auf der Druidenkoppel, wie angekündigt. Also erstmal farblich ist der hübsch. Moment, ich ziehe gerade die Gamaschen aus. Er hat von mir übrigens das zweifarbige Western-Zaumzeug anbekommen, dazu den braunen Wildsattel und dazu die nachtschwarze Satteldecke zusammen mit den oxynschwarzen Sunset Trails Gamaschen. Die ziehe ich ihm jetzt kurz aus. Und dazu hat er die Schnürsatteltasche bekommen und die Trailreitrosen in braun, schwarz, weiß. Genau. Oh, beides aus. Also farblich finde ich ihn hübsch. Ich mag die Abzeichen hier unten und die Plässe mag ich sehr, sehr gerne. Man sieht aber auch anhand der Plässe und natürlich auch anhand der Abzeichen, dass er auch gespiegelt ist. Ja, es war halt damals leider Gottes so bei den Pferden. Ist auch nicht so schlimm. Das Fuchsrot gefällt mir nicht so ganz. Also die Farbe ist ein bisschen anders als beim Westfalen zum Beispiel, als bei meinem Old Fire. Da hat mir die Farbe wirklich sehr gut gefallen. Hier, die ist mir tatsächlich etwas zu blass. Sie ist nicht so ganz knallig strahlend irgendwie. Ich mag das beim Fuchs, mag ich das eher, wenn der wirklich knallig strahlend ist. Aber es ist nicht schlimm, nur die schwarze Mähne. Ah, gucke mal, jetzt haben Mähne. Nee, gar nicht, weil der Schweif hat trotzdem noch einen leichten Braunstich, während die Mähne halt wirklich grauschwarz ist. Schweif und Mähne, finde ich, passen aber absolut von der Farbe her nicht zum Pferd. Aber ja. Ist jetzt nicht ganz so schlimm.
Ich meine, es ist ein altes Pferd. Die Pferde, es ist einfach ein uraltes Pferd. Ist noch von den mehr oder weniger Anfängen quasi, in Anführungszeichen, von Star Stable. Wann kam der Oldenburger rein? 2013, doch. Es ist noch von den Anfängen von Star Stable Online. Deswegen habe ich damit kein Problem. Ich hätte, würden sie jetzt nicht rausfliegen, hätte ich mir den Oldenburger tatsächlich nicht gekauft. Das kann ich direkt sagen. Aber finde ich voll und ganz in Ordnung dafür, dass sie rausfliegen. Und dass sie dann ja natürlich zum Sammlerstück werden. So, jetzt zeige ich euch die Gangarten. Wir machen dann direkt weiter mit Old Charm. Und dann gibt es mein Fazit später im Stall. Viel Spaß bei den Gangarten. Jetzt mit Old Charm. Farblich gefällt er mir mega gut. Also ich mag das Schwarze total. Oh, ich habe vergessen, Old Dings die Dings anzuziehen. Okay, muss ich gleich noch machen. Ich habe ihm die Nachtzügel angezogen. Dazu den schwarzen Sportsattel. Der hat so ein bisschen Lammfell hier oben. Dazu die rote Profidecke und die Gamaschen, die wir bei einer Quest in Jovic City, glaube ich, bekommen. Und dazu die stilvolle schwarze Tasche. Genau, er hat Abzeichen, was ich total toll finde. Ich liebe Abzeichen, ich liebe die Plässe von ihm unwahrscheinlich. Ja, er ist auch wieder gespiegelt, aber ich finde es bei ihm absolut nicht schlimm. Ich finde ihn absolut wunderschön, er ist wunderbar. Ich bin richtig verknallt in den Kleinen. Die Augen, einfach ein Traum. Und ja, ich bin wirklich, wirklich happy, dass ich ihn jetzt im Stall habe. Ihn hätte ich mir tatsächlich auch gekauft, ohne dass die rausgeflogen wären, weil er mir von der Farbe auch sehr gut gefällt. Gut, dann zeige ich euch jetzt auch hier nochmal kurz die Gangarten und dann geht's auch direkt weiter mit Old Smoke. Viel Spaß! Stehe ich jetzt mit Old Smoke, dem letzten in der Reihe. Ich habe ihm das Silber-Saphir-Dressurzeug draufgepackt, das es beim irgendeinem Tag der offenen Tür zu kaufen gab. Und dazu die Silber-Barock-Rosen. Ja. Ihn finde ich auch wirklich hübsch. Moment, ich ziehe ihm kurz nochmal die Gamaschen aus. Er hat auch Abzeichen, genau. Ihn finde ich auch wahnsinnig hübsch. Er ist wirklich ein Schnuckelchen. Ich bin ja sowieso ein Fan von Apfelschimmel. Auch leider Gottes wieder gespiegelt, so wie die anderen Pferde. Es war halt einfach damals so, das ist halt so. Ist auch nicht allzu schlimm. Bei ihm fällt es halt nur sehr stark, vor allem im Gesicht auf, dass er gespiegelt ist.
Aber mein Gott, es gibt bei weitem Schlimmeres. So, dann zeige ich euch jetzt noch die Gangarten von dem Süßen und dann geht's mein Fazit bei mir im Stall. Viel Spaß! Und hier stehe ich jetzt bei den Süßen im Stall. Also, wir fangen mit Old Promise an. Also, wie ich schon gesagt hatte bei Old Promise hätte ich mir, wenn die Pferde rausgeflogen wären, nicht gekauft. Aufgrund der Farbe, da mir die Mähne zu dem Fuchs nicht gefällt. Finde ich, sieht ein bisschen komisch und unnatürlich aus irgendwie. Trotz allem ist er jetzt hier und ich bin auch ganz froh, weil ich komme mit dem Modell eigentlich ganz okay klar. Ja, sie stehen jetzt nicht ganz weit oben, aber ja. Old Charm hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft, auch wenn die Pferde nicht rausgeflogen wären, da ich die Farbe sehr schön finde. Ich habe ja, bevor angekündigt wurde, dass die alten Pferde dasselbe verlassen, hatte ich mir meinen Unfall gekauft. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Das war ein dänisches Warmblut. Genau. Den hatte ich mir ja schon gekauft und das ist ja das gleiche Modell. Deswegen komme ich mit dem Modell absolut klar. Das ist kein Problem für mich. Aber ihn hätte ich mir halt, wie gesagt, auch gekauft, wenn die Pferde nicht rausgeflogen wären, da mir die Farbe sehr gut gefällt. Old Smoke weiß ich tatsächlich nicht, ob ich mir den auch gekauft hätte, ohne dass sie rausgeflogen wären. Die Farbe gefällt mir zwar, allerdings gefällt mir das Gesicht nicht so ganz. Alles in allem kann man aber sagen, dass die Oldenburger wirklich schöne Pferde sind. Farblich, die Variation ist halt sehr klein, aber es gab halt früher nicht so viele Farben, die reingebracht worden sind. Ich kann aber damit leben. Ich hab jetzt hier ein männliches Trio stehen. Und ich freue mich auch darauf, die drei dann ausleveln zu dürfen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber trotzdem freue ich mich darauf. Und ja, also ich kann eine Kaufempfehlung aussprechen für die Oldenburger. Ja, es sind alte Pferde, ja, die Animationen sind alt und auch das Modell ist alt. Aber wenn man ein bisschen Nostalgie haben möchte oder wenn man wie ich zu den Sammlern gehört und die Pferde noch holen möchte, bevor sie rausfliegen, kann ich es nur empfehlen. 300 Starcoins sind absolut in Ordnung. Ja, wenn man jetzt gerade auch zu den Viel-Levelern gehört, so wie ich, dann hat man sowieso innerhalb von drei Tagen die Pferde ausgelevelt, beziehungsweise 2,5 Tagen. Deswegen ist es jetzt auch nicht so dramatisch, dass die Pferde alt sind. Dafür sind sie billig. Auch ein Neuling, der vielleicht keine Probleme damit hat, dass die Pferde alt aussehen, dass die Animationen alt sind, etc. Das kann man ja mittlerweile alles vor dem Kauf sehen. Auch für die empfehle ich die Pferde. Sie sind basic, sie haben keine speziellen Animationen, sind aber günstig und man hat genauso viel Spaß quasi wie auf einem normalen Pferd, wenn man einfach nur leveln möchte. Ja, also von mir gibt es eine Kaufempfehlung für die Oldenburger der dritten Generation, wenn euch die Animationen gefallen, wenn euch die Pferde an sich gefallen, wenn farblich für euch was dabei ist oder wenn ihr einfach zu den Sammlern gehört und einfach ein bisschen Nostalgie haben wollt, sind die Pferde auf jeden Fall das Geld wert. Es sind wie gesagt 300 Starcoins. Das ist absolut zu bewerkstelligen. So, wie gesagt, die Oldenburger und die Cheval de Selle-Francais fliegen am 1. März raus. Wenn ihr die Pferde noch haben wollt, habt ihr jetzt knapp noch einen Monat Zeit, um euch die Pferde zu holen. Und danach sind die weg. So. Und bei mir gehören die Oldenburger jetzt zu einer Rasse, die ich fertig gesammelt habe.
Gut. Dann war es das von mir tatsächlich. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!